Morgen, ihr Sägefans, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Windbone. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir die dritte Überfahrt gemacht. Ja, dritte dürfte es gewesen sein. Und sind jetzt im Kapitel 4 Bündnis angelangt. Und wir müssen mal gucken, wo wir hinfahren. Wir werden auf jeden Fall da vorne hinsegeln. Da hinten habe ich gerade was Gelbes gesehen. Und da unten werden wir auch noch hingehen. Ach, habe ich alles gesagt? Sehr schön. Wir flitzen mal los. Ich sollte speichern, fällt mir gerade ein. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Essen werden wir mitnehmen. Haben wir. Oh, jetzt haben die Arme. Okay, das ist böse. Keine Mama mehr. Das ist sehr böse. Gut, ich glaube, hier haben wir alles. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier suchen sollte. Die werden wir auch noch brauchen für Pfeile. Wir segeln eine Runde rum. Auf die linke Seite. So. Dann wollen wir einmal... Wie gesagt, eine Runde rum, die kleine Insel ansteuern und dann die große Insel. Und hinter der großen Insel war irgendwas Gelbes beim Leuchten. Und da würde ich auch mal sehr gerne hin. Da, da ist die kleine Insel. Die nehmen wir einfach mal mit, vielleicht bekommen wir da ein paar Punkte. Bisschen Wind haben wir. Ne, wir haben keinen Wind. Oh, das sieht interessant aus. Sollten wir irgendwann mal dahin kommen? Der gebratene frische Fisch hat an Frische verloren. Ja, komm. Essen wir einfach mal den Fisch. Und das Fleisch braten wir später. Punkte. Speichern? Ja. Bitte. Und zur großen Insel, bitte. Da könnten wir eigentlich auch noch mal hinschauen. Da könnten wir auch noch mal hinschauen. Guck mal, hab hingeschaut und tschüss. Hingehen und schauen. Na komm schon.
Ja, nein, ungünstig. Ich siege mal zwischen den Dingern. Oh, das war knapp. Diese kleinen garstigen Beutelchens, die einfach mit aufs Boot kommen möchten. So, ja, ich gucke mal in dieses Ding rein. Dann lasst uns mal... Was habe ich denn jetzt gebaut? Achso. Stein. Ja, nee, ist klar. Stein brauchen wir. Und schmeißen einmal bitte das rein. Nee, das brauche ich, glaube ich. Bambus erstmal rein. Ich habe keine Stöcker mehr. Jetzt trage ich. Ja, komm, nee. Machen wir erstmal so. Und schauen uns mal ein bisschen um. Stöcker. Bambus. Bambus auf jeden Fall. Bambus, 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 was ich auch immer mit Bambus nochmal bauen wollte. Auf jeden Fall ist hier eine große Mieze. Die da oben schnarcht. Warum ich gerade so ruhig bin, ich gucke gerade so ein bisschen. Und dann würde ich gerne wissen, was wollte ich mit dem Bambus nochmal machen? Gut, das Fleisch ist gleich fertig. Ja, finde ich sehr interessant. Machen wir auf jeden Fall, sollte das hier jetzt nicht gehen. Warum können wir das nicht bauen? Kann mir das einer bitte sagen? Fehlt uns irgendwas? Ist nicht. Würde ich gerne bauen. Bitte. Ich glaube nämlich nicht, dass ich einen Grasrumpf bauen muss. Oder muss ich gleich für zwei bauen? Aber dann sagt man das doch, oder? Natürlich, ich habe kein hohes Gras.
Natürlich. Habe ich auch natürlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur interagieren. Und nimm mal bitte die Palmen. Ich guck mal kurz nach hohem Gras. Oder dickes Gras. Und wir machen noch ein Seil draus. Genau. Ich hole mir mal kurz Essen. Ich hole mir mal ganz kurz noch mehr Bambus. Ganz kurz. Ich sollte Feuer speichern. Ich hoffe, mein anderes Boot segelt jetzt nicht davon. Es dürfte aber gerade einen Anker haben. Ich hole mal kurz Bambus. Kleinen Augenblick. Hoffentlich gibt es hier noch Bambus. Vielleicht haben wir das jetzt hier herausgefunden, wer weiß. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich das hier eigentlich zerstören? Na, schau sich das doch mal einer an, Leute. Scheiße. Speichern. So funktioniert das. Ich brauche noch mehr Bambus. In der Hoffnung, dass wir hier Bambus finden, ne? Ja. Haben wir. Sollten wir mitnehmen.
Wenn das dann so ist, dann müssen wir echt... mal unser anderes Boot kaputt machen. Was garantiert sehr toll sein wird. Ich glaube, ich habe hier nichts mehr. Noch 5 Stück von dem Bambus hin. Ja, ich wurde mit Splittern gesegnet. Sehr schön. Fünf Bambusteile. Das kann ja jetzt was werden, ne? Gut, warte, wie viel braucht das? 3. 3. Das könnten wir machen. Wenn wir genau 3 wiederbekommen, ne? Warte mal ganz kurz. 1 Stock? Komm, machen wir. Ein Stock habe ich doch hier irgendwo gesehen. Oder vielleicht auch nicht da hinten. Haben wir. Und dann machen wir jetzt alles in das Lagerfeuer rein, zerstören unser letztes Boot und dann hoffen wir, dass wir noch so ein Teil hinbekommen. So. Dann mach mal. So, wünscht mir Glück, ne? Bambus? Nein. Ja. Schwimmt doch nicht davon. Schaut euch das an. Nice. Aber auf jeden Fall. Wisst ihr, was wir da jetzt mitnehmen können? Was für Sachen wir raufkraften können?
ist ein Traum, es ist ein Traum. Ja, aber erstmal müssen wir die ganzen Sachen dann finden und suchen. Gut, das Teil werden wir hier erstmal irgendwo provisorisch hinstellen. Das werden wir so oder so dann abbauen. Aber fürs Erste. Tatrata. Sehr, sehr schön. Ich bin stolz auf uns. In den Beutel packen, in die Tragetasche packen. Ah, habe ich gespeichert? Ich speichere mal für uns. Können wir dann das Boot noch größer machen? Eine Grasschleuder. Ja, machen wir. Sehr schön. Nehme ich. Und ich würde sagen, wir segeln einfach mal weiter. Oder habe ich hier irgendwas verpennt? Wobei, lasst mich doch mal kurz gucken. Nicht, dass ich hier irgendwo dieses Monument verpennt habe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, hier ist es nicht. Nö. Nö, sieht nicht danach aus. Ich weiß jetzt nicht, wo das goldene Stück war. Hier hat irgendwas von Weitem in goldener Form geleuchtet. Ich weiß nicht, wo. Ja, ist ja gut. Pilz. Müsste ja reichen. Ich werde heulen, wenn wir untergehen würden. Und wir das Boot wieder bauen müssen. Also da sollten die Entwickler vielleicht das eine oder andere noch regeln, dass man vielleicht sich das Boot zurückholen kann. Dass es irgendwie abgetrieben ist oder irgendwas anderes. Aber sich jedes Mal ein neues Boot zu kraften, nur weil man wegen vielleicht Schusseligkeitsfehler. Gestorben ist. Ach Gott sei Dank, das Ding ist daneben gesprungen. Ich säge mal einfach geradezu, weil ich da die nächste Insel sehe. Nice, Leute, ich freue mich. Das Teil wollte ich schon die ganze Zeit bauen. Mann, diese Beutelchens. Die wollen das aber auch immer echt wissen. Und das sieht so ein bisschen aus wie
das Gebiet von Alien. Und es ist... Bitte lass es Leben sein. Oder Stamina wieder. Und Leben ist rötlich. Ausdauer. Cool, danke. Oder gibt es in jeder Map eine Ausdauer und eine für Leben? Ich habe aber bis jetzt nichts Rötliches gesehen. Oh, bevor es weitergeht. Ich sehe gerade nicht. Das war knapp. Hätte sich das Teil beinahe mal ein Dings verbissen, ne? Ich glaube, da waren wir schon rechts von uns. Ja, komm, wir gehen mal links lang. Oder wobei, wir gehen rechts lang. Dann können wir ja zu links rüber. Ist da irgendwas Goldenes? Da gerade irgendwas Goldenes gesehen. Ihr auch, oder? Ach du meine Güte, auch noch Quallen. Ich hab da gerade... Ja, da gehen wir gleich hin. Die Insel hinter mir. Also die Musik fetzt schon mal, ne? Da will ich ran.
Warum schießt du nicht? Wir haben es gleich. Wir haben es. Ja, das ist Sparta. Wir haben es. Oh. Oh ja. Alter Falter. Das nehmen wir auch noch mal mit. Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können, ne? Aber das würde ich sagen, dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Fleisch. Oh ja. Nehme ich mit. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.